Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Lumberjacks Dynasty hier aus die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir haben ein kleines Nickerchen gemacht und sind jetzt wieder ganz frisch, fromm und frei. Also, dass wir jetzt vollkommen runter wieder ans Werk gehen können. So, unser Tagwerk heute besteht darin, dass wir da hinten in dieses Wasser, da steht unser Trecker, kann ich damit? Ah ja. Da steht unser Traktor noch rum. Da werden wir ein bisschen Holz quasi in das Wasser schmeißen, damit wir dann wieder Bretter bekommen, die wir dann zuordnen und dann werden wir vielleicht eventuell noch ein bisschen so hier rum. Achso, ich muss die Treppe. So ein bisschen rumlaufen hier und mal gucken, was so noch alles Tolles, Neues da ist. Und wo vielleicht was gewachsen ist und wo wir vielleicht ein bisschen Honig kriegen. Die ganzen Sachen mal einmal abgucken. So am frühen Morgen. Und hier sehen wir schon die Blumen sehr schön, wie sie hier stehen. Kann sie jetzt sogar aufnehmen, okay. Also die sind sozusagen fertig gewesen, die Blümchen. So, sehr schön. Dann habe ich jetzt zwei Cosmi. Keine Ahnung, wozu ich die brauche. Aber ich glaube, ich kann einen Blumenstrauß draus machen. Und da, was wir hier haben, da können wir ja richtig schön viel Blumen ernten. Sehr gut. Bin ich gut? Ach, das ist das mit dem scharfen Stein. Ja, es gab wieder Patches unterwegs zwischendurch. Ich weiß aber nicht, was gepatcht wurde, weil es gab da keine News zu. Der letzte Stand war immer noch die Inksetzkamp. Oh, da war eben gerade eine Biene zu sehen. Dass die Ponze-Fahrzeuge kommen, die ich als, sagen wir mal, eher nicht so sinnvoll in diesem Stadium des Spiels. Aber gut, okay. Das muss ja nicht mein Problem, oder das ist ja dann mein Problem und nicht das Problem des Spielherstellers. So, und ich bin der Meinung, es gibt tausend andere Sachen, die man hier vielleicht eventuell vorher mal prüfen hätte können. So, wie sieht es da drüben aus? Machen wir hier mal ganz kurz die Tür auf. Gehen nochmal ganz kurz rein. Es ist nicht ganz im Optimum. Da würde ich dann sagen, gehen wir mal wieder in Richtung Optimum. Damit das hier komfortabel für meine Pflanzen ist. Wollen wir hier mal ein bisschen reinlaufen. So, sehr schön. Hier sind auch schon ein paar Tomaten dran, aber die sind halt noch nicht rot. Das ist nicht weiter schlimm. Tür wieder zumachen. Und dann wachsen unsere Pflänzchen und dann gehen wir noch ganz kurz die Honig, Dings, ne, die Bienen, Beehives, also Dings hier ab. Um vielleicht zu gucken, ob wir hier nochmal irgendwo einen Honig bekommen. Aber sieht erstmal nicht. So, gut, ich würde sagen, tägliches oder alltägliches Geschäft gemacht, wunderbar. Achso, da habe ich jetzt gedacht, da wächst ein Apfel, aber es ist bloß der komische Kopf von dem von der Vogelscheuche, die wir da haben. Machst du nix? Manchmal kann man sich auch vor sowas erschrecken. Hallo, Storch. Ah, da fliegt. So, gut, wir haben hier 1100, okay, davon ist es jetzt hier. Da könnte man durchaus nochmal dran arbeiten. Ach ja, das sieht ja jetzt denn eher schwierig aus. Wie ist denn das passiert? Hm? Ja. Sehr schön. Also keine Ahnung, wie das passiert ist. Ich werde jetzt erstmal das Holz hier sozusagen rauslegen. Die Maschine ist auch geflutet. Ich habe auch keine Ahnung, ob ich das Ding hier jemals wieder rauskriege. Aber das zeigen so. Gut. Okay, das haben wir dann erstmal schon mal leer gemacht. Gucken wir mal, ob wir den dann hier zurücksetzen können oder nicht. Weiß ich nicht. Ah, mit dem Traktor können wir gerade gar nichts machen. Okay, gut. Ja. Können wir den denn bergen lassen? Anhänger, alter Anhänger. Jo.
Gut, ich kann den Kran bewegen, ich kann hier Lichter anmachen, ich kann Tempomat bedienen. Tempomat ist an, aber der Traktor, der steht hier einfach mal. Gut, ja, puh, so. Hat einer eine Idee, was man jetzt machen kann? Können wir nicht mal runter von dem Fahrzeug? Welche Taste war denn das Fahrzeug verlassen? E oder nicht? Warte mal, ich denke, Christine. Oh, E ist zumindest runterspringen. Oh, da hat hier oben drin dann einmal alles gewackelt. Gut, dann gucken wir nochmal, ob wir jetzt vielleicht eventuell hier auf der Map irgendwas mit dem Ding machen. ADAC rufen oder so. Ich kann ja mal mit dem da oben hinfahren. Vielleicht kann ich dann ja mich mit dem Kran irgendwie rausziehen oder keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wieso das Auto quasi so um den Mittelpunkt herum quasi ein extremes Übersteuern erzeugt. Eieiei. So, fahren wir mal dahin. Vielleicht kann ich den Trocker jetzt hier anheben oder so. Keine Ahnung. Kann ich hier irgendwas machen? Irgendwie musste ich doch mal abschleppen, aber ich wüsste immer nicht, wie das jetzt sein kann ich. So. Machen wir mal beiseite hier. Auf jeden Fall der Sound von einem neuen Fahrzeug. So, ja, mit dem Kran kann ich mich hier auch nirgendwo rausziehen oder rausheben. Das funktioniert das auch nicht, okay. Ja, meine Lieben. Was soll ich denn dazu jetzt sagen? Ich kann hier auch wieder nicht aussteigen, ne? Ich kann nichts mehr machen. Ich sitze da drauf und dann ist Feierabend. Traktor ist im Wasser drinne. Nach hinten raushauen war nicht. Hat er sich nicht zugelassen. Da springt ein Fisch uns in den Hänger. Der Trecker ist geflutet. Die Karre ist im Arsch. Gibt es irgendwie die Möglichkeit? Also ich kann ja nochmal, ich kann ja das Spiel nochmal neu laden hier. Trecker da nicht im Wasser. Es ist doch Kacke, ist doch da. Da bringt ihr irgendwelche Maschinen raus, sonst irgendwas dergleichen und dann ist sowas. Ich gehe jetzt mal gleich hin zum Trecker. Über die Map springe ich da gleich rein und dann bin ich gerettet. So. Alter, wie sieht er denn aus mit den Hinterrädern? Wollte ich den aber bestimmt nicht hinterlassen. Huge. Okay. Aber das erstmal fertig hier. Huge. Ja, nee. Also wo am Wasser stand, war auf jeden Fall sauberer. Das kann ich sagen. Mann, ey. Das ist aber wirklich, ja, das ist ja grauenhaft, ist das ja. Na gut, es ist Early Access, es dürfen lustige Sachen passieren und verbuchen wir es einfach runter. Lustige Sache. Aber ich muss ehrlich sagen, der gute Wille und die Lust, ne, die schwinden doch extrem mit solchen Aktionen dann. Also wenn man dann so wieder mal drauf guckt und sich so sagt, so, oh nee. Und Mensch, Position vom Traktor sich merken und warum bewegen die Fahrzeuge sich, ohne dass man sie fährt? Also dieses komische Rumgedackel und Rumgezappel, was diese Fahrzeuge alle machen, das finde ich so schwierig, warum man diese Bugs einfach nicht unter Kontrolle kriegt. Weil das ist euer Kerngeschäft. Ihr wollt eine Simulation haben, in der man mit Traktoren und allem hin und her fährt und dass man Bäume fällt. Da kann es ja nicht sein, dass der Baum, wenn er gefällt ist, mit mal der Meinung ist, er müsste 20 Meter in die Luft fliegen und wieder unten landen. Solche Sachen sollte man dann abstellen und nicht irgendwelche Geräte reinbringen, die keine Sonne nutzen kann. So. Gut, alles klar. Ganz kurz mal meine 5 Cent zu diesem Thema. Sind die schon da? So. Blumen könnte ich theoretisch mitnehmen. Ich muss noch mal ins Gewächshaus. Ich weiß noch nicht, was ich mit dem Blumen machen kann. Ich glaube, ich kann da einen Strauß Blumen rausflechten. Aber da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich weiß noch nicht, wie es aussieht.
Hoch, so ein Mulle ist ja nichts dagegen, ey. Gibt's irgendwie eine Möglichkeit, da muss auch hier eine Waschstation. Ich bin eine Tankstation, aber keine Waschstation. Gerne eine Waschstation. Gerne den Trecker waschen. Darf ich, darf ich? Aber sonst sieht's schlecht aus. Na gut, okay. So, dann gehen wir erstmal hier rein. Dann machen wir hier erstmal mit der Luft. Ja, wie gesagt, also bei mir ist jetzt gerade die Aktion, die hat jetzt bei mir so richtig eigentlich genau in die Kerbe reingehauen, wo es nicht reinhauen sollte, dieses Spiel. Wo es mich eigentlich motivieren sollte, dass ich weitermache und nicht so ärgerlich sowas. Also ich meine, okay, neu starten, neu laden, geht ja wieder, ist alles wieder da. Ja, man auf hohem Niveau auch, ja, korrekt. Würde ich sofort annehmen, wenn man das so zu mir sagt. Aber trotzdem doof. So, wirklich. So, gut. Also, ich weiß jetzt nicht, was ich aus dem Blumen machen kann, aber das werden wir jetzt gleich mal im Inventar angucken. Wir haben jetzt sonstiges. Wir haben jetzt hier Cosmia. Was kann ich da machen? Wunderschöne Blumen aus seinem Garten. Kann verkauft werden oder einer Dame geschenkt werden. Kann ich jetzt das... gucken wir mal. Dackeln wir mal kurz mal hier rüber. Irgendwie ein Tempo verloren an Esprit. Ja. Das probieren wir jetzt noch aus in dem Spielstand hier und dann werden wir diesen Spielstand wahrscheinlich über Wochen jetzt nicht mehr sehen. Ganz einfach aus dem Grund, ich kann jetzt nicht mit dir reden. Ah, jetzt was ist mit deiner Stimme los? Schön, dich zu sehen. Wie geht es dir? Ah ja. So. Ich muss los. Tschüss. Also irgendwo steht die Frau anscheinend hier auch rum oder so und die kann gerade nicht mit mir reden. Ei. Ja, wie gesagt, also es ist Early Access. Solche Dinger dürfen passieren. Ist okay. Ne? Also es ist wirklich Jammern auf hohem Niveau und es funktioniert schon vieles an dem Spiel. Und es ist Teil auch spielbar. Großen Teil ist es spielbar. Also man kann theoretisch das machen, was man machen möchte in diesem Spiel. Oder was man hauptsächlich machen soll. Mir persönlich sind dann so solche Sachen wie Schaf im Stein drin und solche, dass der Trecker dann einfach Wasser steht. Das was ist frustrierend. Das ist wirklich frustrierend. Ich guck mal, wie teuer ich die Blumen verkaufe. Hier oben. Ansonsten muss ich mir mal eine Frau suchen, der ich vielleicht mal ein paar Blumen schenke. Vielleicht. Müsste eigentlich die Blumenfrau, müsste ich eigentlich an. Da müsste ich ja nicht hingucken. So. Gucken wir mal hier bei ihm mal. Hallo. Willkommen in meinem Laden. Moin schön, Jackie. So, und dann... Was bietest du in deinem Laden an? Dies, das, Ananas. So, bringt ja überhaupt nichts. Also 47 Cent, eine so eine Blume. Das kannst du dir mal ganz doll schenken, dass ich dir davon eine gebe. Ja, kann ich dir auch hier auch verschenken. Dann gehen wir mal an eine... eine, dann springen wir mal da rein. So, und jetzt müssen wir mal ganz kurz hart... Entschuldigung, ich bin in der Partnerung. Hart erinnern, wo diese Blumenfrau... Ja. So, Enterbushaltestelle. So, diese Blumenfrau, das war bei der Brücke, die nicht fertig gebaut ist. War die hier oben? Nee, warte mal, hier haben wir das Dings gebaut. Die war, wo war die? War er hier hin, an dem Teil? Ja, oder? Oder war das sogar hier oben? Ach, wisst ihr was? Ich fahre jetzt einfach mal hier so in die Stadt. Guck mal, ob ich da irgendeinen treffe. Der weiblich ist. Wer bist du? Du bist auf jeden Fall nicht weiblich. Könnte zum Hotel. Bei dem Hotel hätte ich hin. Das ist auf jeden Fall eine Frau gewesen. Ich will jetzt einfach mal so eine Blume verschenken. Mal gucken, was mir das bringt oder gibt oder nicht gibt. Ja, du. Hallo. Hallo. Hi. Annette. Möchtest du handeln? Sicher. Was? Ach ja, was? Okay. Was du denn essen? Werkzeug? Sonstiges? Also, ich möchte mit mir handeln.
Kann ich dir einen Fisch verkaufen? Und Fisch verkaufen. Aber ich wollte dir eigentlich was schenken. Schöne Hose hast du. Das gefällt auf jeden Fall. Hallo! Schön, dich zu sehen. Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Nicht jetzt, tut mir leid. Ach, schade. Ich muss leider gehen. Aber eine schöne Hose hast du an. Ne? Also, ich wollte dir Blumen schenken, aber. Das war mir nicht erlaubt. Zumindest hatte ich die Option dort nicht. Mal gucken, ob wir irgendwo eine andere Frau finden, der ich vielleicht was schenken kann. Hier oben der Händlerin, aber der, von ihr habe ich auch noch keinen Auftrag gemacht, ne? Hallo? Hallo, kann ich helfen? Stimme hat es auf jeden Fall. Was ist das denn hier? Sehr schön. Was ist deine Spezialität? Meine Kunden mögen Süßigkeiten. Kuchen, Kaffee. Wenn du frisches Obst oder Honig hast, kaufe ich gern, was du entbehren kannst. Und wenn du einen dieser Kräutersäfte hast, die letztes Jahr hier so gut ankam, kaufe ich gern jede Menge. Ja gut, Möchtest du handeln? Gucken wir nochmal. Achso, du bist hier die Kräutertante. Ah ja, Fuchstrank, Gebirgstrank. Okay. Sonstiges. Blumen wird es aber auch nicht mehr für geben. Nachtblatt, sonst irgendwas. Ich kann dir Kräutershampoo verkaufen, zweimal. Das bringt mir nochmal ein bisschen Geld, aber ansonsten habe ich jetzt erstmal Honig, möchte ich selber behalten, da möchte ich was machen. Ja, nichts weiter. So, ich hätte dir auch ganz gerne Hallo, eigentlich... Hallo, kann ich helfen? Ja, ich muss los. Tschüssi. Ich muss los. Bis bald. Ich hätte gerne was geschenkt, aber gut, okay, darf ich. Ich das irgendwie... Die ist mir so neutral, okay. Ist denn irgendwo eine Person, die mir nicht neutral ist? Ah, Mann, ey, wenn ich wüsste, wo die... Wo ist denn die Hoteltante? Wo bin ich denn jetzt? Da. Ist jetzt hier der nächste Bus? Ah, der ist gleich hier oben. Gut. Dann können wir mal mit dem Bus durch die Gegend fahren und gucken, ob wir dann bei dem Hotel vielleicht die Tante finden. Vielleicht kann ich der ja Blumen schenken. Ansonsten ist das so ein bisschen die letzte Aktion. Wo ist mein Hof? Das ist mein Hof, dann ist hier oben. Ne? Mein Hof. Das ist die Tanke, das ist der Händler. Also das ist entweder das ist das Hotel oder das hier das Hotel. Gucken wir mal. So. Ah ja. Definitiv nicht das Hotel. Da oben ist das Hotel. Dann dackeln wir jetzt nochmal schnell hin. Storch hebt ab. Also an den Storchen, da haben sie sich, glaube ich, das finden sie, glaube ich, ganz toll, dass es Störche gibt. Aber gut. Ja, also, wie gesagt, das Spiel generell empfehlen, ja, nein, vielleicht. Oh, ein ganz hartes vielleicht, ne? Also wirklich ein richtig hartes vielleicht. So ein Ja kann ich da nicht zu sagen, weil einfach zu viele Dinge, die in den anderen Spielen, die sie schon gemacht haben, das ist ja nicht das erste Spiel, was sie machen, und nicht das erste Spiel dieser Art, was sie machen. Da muss ich sagen, ja, da hätte man schon mal mehr auswerten können. Das ist der Anruf. Hey, das ist egal, das ist jetzt nicht da. Machst du auch nichts. Ja, ich hätte gerne ein bisschen mehr noch... Mal auf den Sack. Vielleicht hat der Bürgermeister wieder... Der hier Frauen erschreckt. Ich hätte so ein paar Dinge einfach noch ein bisschen besser gesehen oder einfacher gesehen oder schneller mal erkannt. Und hallo Ryan. Sehr schön. Ohne Ton. Wie gesagt, das lassen wir dann mal so stehen hier an dieser Stelle. Und ich hoffe. Ihr hattet Spaß mit dem Let's Play. Ich persönlich hatte an vielen Stellen Spaß, aber manchen war es frustrierend. Heute war es leider wieder frustrierend. Aber gut. So. Ich soll ihn im Dings besuchen. Na gut, okay. Und tschüss. In diesem Sinne. Wir sehen uns in anderen Let's Plays hoffentlich. Und bis dann. Tschüss.